Darum sind Katzenhalsbänder gefährlich. Man sieht es häufig in Filmen, im Internet oder auf der Straße. Katzen mit Halsbändern. Und das, obwohl so oft vor den Gefahren gewarnt wird. Katzenbesitzer, die ihren Katzen Halsbänder um den Hals machen, die belächeln diese Warnungen oft oder schätzen die Gefahr als gering ein. Wir möchten dir in diesem Video erklären, warum das Katzenhalsband gefährlich ist und weshalb du keines benutzen solltest. Als erstes, Gründe für ein Halsband. Die Gründe, warum ein Katzenhalter sich für das Halsband entscheidet, sind meist ohne wirklichen Nutzen. Zum einen tun sie es, weil es schöner aussieht, denn die Halsbänder gibt es in allen möglichen Farben und Formen, zum anderen, um einen Adressanhänger anbringen zu können. Heutzutage ist das aber aufgrund der existierenden Mikrochips überflüssig geworden. Zudem sollen die Katzenhalsbänder die Katzen auch vor herannahenden Autos schützen, da sie reflektieren. Dies tun allerdings auch die Katzenaugen selber. Da Katzen Fluchttiere sind, die meist im Affenzahn die Straße überqueren, bringt dann auch das am besten reflektierendste Halsband nichts mehr. Auch sogenannte Flohhalsbänder können durch alternative Mittel ersetzt werden. Als zweites, welche Gefahr geht vom Halsband aus? Die größte Gefahr ist, dass deine Katze sich mit dem Halsband strangulieren kann. Katzen sind aktive Tiere, die als Freigänger auch mal durch Hecken laufen, auf Bäume springen oder durch den Gartenzaun spazieren. Dabei kann es schnell passieren, dass sie mit dem Halsband hängen bleibt oder ihre Pfote am Hals einklemmt. Da Katzen Fluchttiere sind, wird sie dann panisch werden und kann sich dabei Krallen abreißen oder Abschürfungen und Einschneidungen ins Fell zuziehen. Im schlimmsten Fall kann es dadurch dann zur Bewusstlosigkeit kommen und letztendlich sogar zum Tode führen. Doch selbst im Ruhezustand kann das Halsband gefährlich werden. Wenn sie versucht, es sich vom Kopf zu ziehen, dann kann es passieren, dass sie sich selbst eine Maulsperre zulegt. Aus dieser Lage kann die Katze sich in der Regel nicht selbst befreien und wenn es hier zur Panik kommt, dann kann es zu schweren Schädigungen im Maul kommen. Langfristig können Halsbänder durch Scheuern dazu führen, dass das darunterliegende Fell beschädigt wird, kahl wird oder abstumpft. Als drittes, Sicherheitshalsbänder sind keine Alternativen. Die Industrie hat bereits Halsbänder entworfen, die sich in Notfallsituationen selbst öffnen können. Doch leider tun diese das nicht zuverlässig. Es muss eine bestimmte Zugkraft erreicht werden und es muss aus dem richtigen Winkel gezogen werden. Da gehört dann also auch etwas Glück dazu und ist daher auch nicht zu empfehlen. Es gibt auch Sicherheitshalsbänder, die einen Gummizug haben und somit dehnbar sind. Das ist zwar eine nette Idee, aber in Schrecksituationen flüchten Katzen meist nach vorne weg, sodass sie sich auch mit diesem Halsband verheddern können. Dadurch, dass es dehnbar ist, können sie sich außerdem noch leichter eine Maulsperre zulegen. Unser Fazit zu Halsbändern ist, dass die Gefahren gegenüber den Vorteilen eindeutig überwiegen. Die Sicherheitshalsbänder lassen sich zwar unter Umständen in Gefahrensituationen öffnen, allerdings finden wir, dass das unter Umständen nicht die Gefahr rechtfertigt, dass von dem Halsband ausgeht. Wir sind daher klar gegen Halsbänder für Katzen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.